Hallo Leute und herzlich willkommen hier beim Kingdoms of Amalur. Yo, wir sind hier in Emaire und wir haben Anker Edmure gefunden. Ich bin einfach nur in das Haus rein und da stand er schon. Also, hallo Anker. Ihr macht die Scholia Arcana stolz. Und bitte vergesst nicht, mich in euren Berichten zu erwähnen. Ich bin stets begierig, dem Erzweisen behilflich zu sein. Ich habe keine guten Nachrichten. Ich habe euren Schüler gefunden, aber ihr, es scheint euch nicht es zu interessieren. Ich weiß zwar nicht, was dieses bis zum nächsten Mal. Es scheint ihn nicht zu interessieren. So viel dazu. Was ist das für ein Arsch? Wir haben hier den Ring von seinem. Was ein Arschloch. Toll, und da suche ich den extra noch. Mann, 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 da wäre ich lieber nach Kanarok gegangen und hätte das Inventar ausgemistet. Aber nein, ich muss ja den Feinherr Edmure suchen, weil ich ein guter Mensch sein will. Naja. Komm, Inventarplatz reicht noch. Wir begeben uns zur Himmelskrone, um Ethan zu suchen. Wenn der Ladebildschirm es zulässt, jo, er lässt es zu, dann öffnen wir die Tür und betreten die Himmelskrone. Wir versuchen die Himmelskrone zu erklimmen. Und hier haben wir wieder eine Errati-Ruine, wie es aussieht. Der erste Dungeon, über den wir noch nichts gelesen haben. Von denen, die wir bisher bereist haben. El-Tulan hatten wir im Tagebuch von Lekara. Dann hatten wir den Scherbensturz. Ich weiß nicht mehr, wo wir das gefunden hatten, aber wir haben es auf jeden Fall gefunden. Ja. Ja, Aot hatten wir von Ethan bekommen. Und nein, hör auf mit dem Scheiß. Naja, und jetzt fehlt nur noch die Himmelskrone. Mit Ettin. Und ich glaube, man erkennt schon ganz gut, in welchen Gefilden wir uns hier befinden. Wir befinden uns hier in den blitzigen Gefilden. Ich versuche auch mal die Dinger wieder zu ignorieren. Die komischen Minen, die brauchen wir nicht. Das frisst nur Zeit, die Dinger alle einzusammeln. Dafür lohnt sich das einfach nicht. Und irgendwie hat sich das schon wieder umgestellt. Ich wollte gerade sagen, es kann nämlich eigentlich nicht sein, dass hier beide Punkte weiß angezeigt werden, wenn wir hier drin sind. So. Da haben wir eine Mine. Da haben wir Minen. Und da haben wir die Ettin. Nein! Nicht machen, bitte. So, erstmal Wolfi. Oh. Nein. Oh. Oh. Tschüss, Kamera. Kamera, kriege ich dich bitte wieder? Danke. Au. Das war fies von dir, mich in diese Scheißmiede da reinzulocken. War nicht nett. Aber er hat es auch noch abbekommen. Und jetzt krabbelt meine Nase schon wieder. Das finde ich nicht gut. So. Nein, Nasenkriebel ist noch nicht besiegt. So, hier einfach durch die Mitte durch. Ja, passt. Man muss nur schnell genug sein. So. So. Und hallo, Mr. Sturm-Champion. Nein, 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 den da zuerst. Hm? So. Nö. Oh, machen wir so. Der hat nix. Das nehmen wir mit. Und wir steigen immer weiter auf die Himmelskrone. Kämpfen uns durch die Elektrizität durch. Ob Mine, ob Elfe, ob Ettin. Wobei die Ettin bisher ja noch nicht die magischen Waren. Haben wir noch einen? Nee, das war's. So, den machen wir so. Und der fällt so schon um. Hat doch keiner was dabei. Nö, nee, faule Stücke. Sind sich zu fein, irgendwas für uns zu schleppen. Hier schön durch. Da oben wird gleich wieder irgendwas spawnen. Das ist dafür ein zu großer Bereich. Oder?
Also wenn nicht, würde es mich echt wundern. Oh Mist. Bin dafür echt gerade zu doof gewesen. Sorry. Was war das denn? Also. Jetzt aber. Robe des dunklen Empyreon. Okay. Interessant, interessant. Dann betreten wir mal den Gipfel der Himmelskrone. Wo tausende Ettin schon auf uns warten. Hallo, Kumpels. Ah, darauf habe ich nur gewartet. Es kommt da hinten, von hinten. Genau. Wolfies. Wolfies. Ah, das machen wir so. Da weichen wir aus. Oh nein, erstmal den. Aber so bitte. Au. Verdammt, ey, warum kriebelt denn meine Nase so? Das gibt's doch nicht. Ich reiß mir die Nase ab. Das ist gerade so störend. In der unteren linken Ecke des Nasenflügels. Des linken Nasenflügels. Das ist so blöde. Das hört nicht auf zu krabbeln. Ich schätze mal, es hat sich ein Barthaar umgekräuselt. Und will mich jetzt mobben. Das ist die einzig logische Erklärung. Na, Kollege? Das ist die einzig logische Erklärung. Das weißt du auch. Also wenn der Angriff hier, ne, der dritte nach der Parade, ein kritischer Treffer ist, das macht echt einen Heidenangriff. Ich bin so froh, dass wir so eine geile Skillung haben, ehrlich. Also, ich habe es euch schon mal erzählt, ich habe schon einiges ausprobiert hier in Amalur mit Skillung. Aber die Kombination aus Macht und Raffinesse ist eindeutig die lohnenswerteste für mich. Man macht das mit so viel Schaden, kein Problem hier auf Extrem. Ey. Kein zweites Mal, Alter. Nein. Böser Ettin-Schamane. Geh kacken, Alter. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Das gefällt mir. Dann machen wir Schlösserkunde doch mal auf. Die Glyphen regenerieren sich deutlich langsamer. Ich dachte, da kann man auch irgendwie auf das automatische mehr gehen. Na gut. Das haben wir voll, das haben wir voll. Das heißt, wir müssen schon wieder irgendwas Sinnloses nehmen. Ja, jetzt haben wir noch zwei hier, genau. Dann machen wir die Frostfallen auch noch voll. Ah, das gefällt mir nicht. Weil es hier nicht so viele Sachen gibt, die mich interessieren, dass wir hier dann sinnlose Sachen nehmen müssen. Einfach nur, um unsere Fähigkeitenpunkte da zu vervollständigen, um die nächsten Stufen freizuschalten. Das mag ich nicht so ganz. Aber das ist auch das Einzige. Ja, nee, für dich mache ich den hier. Vergiss es, Alter. Da kannst du mich mal. Hä? Kannst du auch noch so schön mit deiner dämlichen Axt schwingen? Keine Chance gegen uns. Obwohl er uns schon die Hälfte abgezogen hat. Muss man ihm einfach mal lassen. Der hat einiges drauf, der Kollege. Aber nicht genug. Wen haben wir hier noch? Ah, noch ein Schaman. Okay. Hi. Ciao. Bop, 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 bop. Mach's gut. Ne, gut. Jetzt snacken wir uns das. Ethan, wo bist du denn? Ganz auf dem Gipfel. Okay, das kann ich verstehen. Wenn ich er wäre, würde ich das auch. Wenn man sich schon auf dem Gipfel treffen muss, dann doch ganz oben. So, Ethan, was los? Die Feien nennen ihn Gretnach Tintri.
Der Berg Himmelskrone. Wunderschön, nicht wahr? Wie Sterne am Nachthimmel formieren sich die verschiedenen Elemente der Magie überall auf unserer Welt in unterschiedlichen Mustern. Dieser Ort ist die Konzentration eines solchen Musters. Hier kommen die Energien von Luft und Licht zusammen. Wie, also auch Aod oder Sideas? Genau. Dieser Ort ist für Blitze, was Aod für Feuer ist, oder Sideas für Eis. Eure Macht ist in kurzer Zeit enorm gewachsen. Es ist wirklich erstaunlich. Ich bin stolz darauf, euch bis hierher geleitet zu haben. Was machen wir hier? Zunächst dachte ich, ich könnte sie kontrollieren, im Zaum halten. Aber das war ein Irrtum. Ihre Macht ist gewaltig. Und sie ist unermüdlich. Seit eurer Aufnahmeprüfung gräbt sie sich immer tiefer in meinen Geist. Sie ließ mich auf eure Ankunft warten. Ich kann sie nicht länger bekämpfen, also muss ich versuchen, es hier zu beenden. Und jetzt lauft! Lauft! Oh Gott, was war das denn gerade? Engars Leiche finden. Engar hat sich gerade selbst geopfert, weil das dunkle Empyreon auch in seinem Kopf war. Engar. Ich mochte ihn. Engar war toll. Richtig sympathisch, der Typ. Aber nein. Amalu muss jeden umbringen, der irgendwie sympathisch ist. Ost-Odura, Engar. Was weiß ich, wen nicht noch alles. Alles Kacke hier. So. Arylias Robe. Mhm. Die Krallen des Löwen. Feinkling. Gut. Oder sind das Dolche? Ne, ist ein Feinkling. Oh, eigentlich sind die gar nicht mal schlecht. Guck mal. Also, die sind eigentlich echt gut, aber... Ja. Sind zwar schon sehr gut, aber leider doch nicht so gut wie alles andere, ne? Von diesem Ort aus ist eine Schnellreise möglich. Hurra! Scheiße. Ich dachte, wenn wir hier auf dem Gipfel sind, könnte man doch irgendwie... Aber nein, anscheinend nicht. Dann muss ich jetzt echt den ganzen Weg nochmal zurückrennen. Den ganzen Weg... Den ganzen Weg. Die Elfen machen auch noch komische Bewegungen. Ja gut, dann laufen wir halt den ganzen Weg zurück, ne? Mir wäre es lieber, den Weg auf den Gipfel zurückzulaufen und hier eine Abkürzung zu haben. Oder einfach oben eine Schnellreise machen zu können. Es ist doch eigentlich nicht so viel verlangt. Alles gut. Ihr seid mir sowas von scheißegal, ihr dämlichen Blitzminen. Ich weiß auch, an A-Ort einfach alles mitgenommen. Im Scherbensturz die Hälfte und jetzt einfach gar nichts so gefühlt. Tap, 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 tap. Aber ich glaube, wir sind gleich da, ne? Wir müssen hier, glaube ich, nur noch zweimal um eine Ecke. Nee, sogar nur noch einmal um die Ecke. Das ist ja der Anfangsraum, wo wir die ersten Ettins besiegt haben. Sehr schön, dann haben wir es ja gleich geschafft. Und dann müssen wir nur noch Äthan finden, der irgendwo am Fuße des Berges liegen muss. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn er einfach oben drauf liegen geblieben wäre, ne? So, wo müssen wir hin? Einfach hier um die Ecke. Okay. Dann renne ich an den Äthins vorbei. Ihr könnt weiterleben, Leute. Ihr seid mir egal. Ihr seid mir richtig egal. Bleibt einfach da. Eure Kollegen von Aufenberg habe ich eh schon gekillt. Da kommt es jetzt nicht mehr drauf an, ob ich euch töte oder leben lasse. So dringend brauchen wir die Erfahrungspunkte nicht. Wir sind immerhin im Level 32. Fehlen nur noch 8 Level. Ey, nur noch 8 Level. Das ist eigentlich echt... 8 Level fehlen nur noch. Und wir haben... Einfach noch die Türe. Wir haben noch Clurikon, wir haben Alabastra und wir haben noch das eine DLC. Eieiei, ich weiß nicht, was ich dazu sonst sagen soll, außer eieiei. So, Äthan. Hey, wo ist er denn jetzt? Da unten! Warum bin ich denn da jetzt... Wow.
Wieso musste ich denn hier an den Punkt, um zu sehen, dass er da hinten gelandet ist? Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Na gut. Und ich bin mit Absicht hier rein, um nicht in den Gegnerhorden zu spawnen. Ne? Ich weiß, wir könnten wahrscheinlich die meisten abschütteln, aber falls dann doch nicht, habe ich da keinen Bock drauf. Ich sagte, ich habe keinen Bock auf euch. Dann hört auf zu spawnen, ihr Idioten. Mann. Die wollen aber auch nicht hören. Wer nicht hören will, der kriegt halt die Feinklinge in den Kopf. Oh, da. Die Einbruchsstelle und Äthan lebt. Dieser Magier war klug. Es war sehr anstrengend, seinen Geist zu brechen. Und noch im letzten Moment wollte er meinen Sieg zunichte machen. Zu eurem Pech ist es ihm nicht gelungen. Seht ihr langsam das Muster, mein Kind? Aus Flamme und Frost und Sturm beziehe ich meine Form. Wer bin ich? Was wollt ihr denn? Wie solltet ihr die Musik verstehen, die mich bewegt? Erklärt der Wirbelsturm dem Schilf, weshalb er so wütet? Ich bin der Wirbelsturm. Und ihr seid nichts weiter als ein Schilfrohr. Stur, gerade und schon bald zerbrochen. Lasst ihn gehen. Ich habe die Frucht von Irminsul, dem Baumkönig, gegessen und Blut auf den Feldern von Esir Dannin ausgesät. Ich habe Mark aus den Knochen von Erati gesaugt und den Klagen sterbender Sterne zugehört. Ich bin das Empyreon, die Dunkelherzige, die Herrin über Trauer und Staub. Ich werde mich eurem Willen nicht beugen. Äthan, es tut mir leid. Es tut mir einfach nur leid. Und damit ist auch Äther tot. Derjenige, der uns eigentlich so richtig in die Schule eingeführt hat. Den Sturmstein und den Sonnenstein hat er dabei. Blitz in der Flasche, Quest aktualisiert. Und wir müssen jetzt zurück zum Kapitelhaus in Rathia. Haben jetzt alle Steine bei uns. Kräfte von Feuer, Eis und Blitz. Mal schauen, wie es damit weitergeht. Und die Anzahl der Leute wird immer weniger. Weil wir sie nicht beschützen konnten. Weil wir das dunkle Empyreon mit unserer Aufnahmeprüfung rausgelassen haben. Das ist ja total geil, ne? Die Aufnahmeprüfung ist ja, setzt einen ja so einen Gegner vor, der den eigenen Kräften ebenbürtig ist. Zumindest hieß es das. Und dann kriegen wir das dunkle Empyreon, das einfach die halbe Schule Arcana ausrottet. Geil. Da bin ich sicher, dass die überhaupt nichts dagegen hatten, dass wir uns jetzt denen angeschlossen haben, wenn wir jetzt an den ganzen Toten schuld sind. Ich meine, gut, wir haben Mel'Aglir gerettet, aber was haben wir denn sonst gemacht? Wir haben eigentlich nur hinter uns selbst aufgeräumt. Eigentlich ist das richtig, richtig undankbar. Ist klar, dass wir hier die ganzen Leute retten müssen, retten in Anführungszeichen, dass wir da hinterher sein müssen, um das dunkle Pyrian aufzuhalten, weil immerhin sind wir dran schuld, dass es da ist. Jo, hallo, Eran. Äthan ist nicht mehr so ganz am Leben. Gut, ihr seid zurück. Obgleich ich zu gerne erfahren würde, was auf dem Gipfel der Himmelskrone geschehen ist, muss das warten, bis der Erzweise mit euch fertig ist. Er möchte euch in seinem Quartier sehen, gleich um die Ecke, am Ende des Ganges. Okay, gut, dann gehen wir zum Erzweisen. Ein vernebelter Verstand bei Kaledus melden. Neue aktive Quest. Hallo. Hallo. Dann begeben wir uns jetzt in die Gemächer des Erzweisen. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Nicht so diese magische Barriere, die da vorher war. Und das sind ganz schön leere Gemächer. Was ist denn hier los? Erzweiser Kaledus.
Der Leichnam auf dem Boden ist von aufwendigen Glyphen umgeben, die der Tote offenbar mit seinem eigenen Blut gezeichnet hat. Das komplexe Muster weist einen freien Bereich auf, der sich direkt über dem Kopf des Mannes befindet. Wir lassen ihn erstmal in Ruhe und gucken uns hier um. Der Erzweise ist also auch tot. Alles nur wegen uns. Halleluja. An Eva. Haben wir hier. Können wir gleich lesen. Ja, ich glaube, der Erzweise braucht das nicht mehr. Ey. Ey. Ja, der braucht es zwar nicht mehr, aber wir können das nicht anwählen. Gut, die dritte probiere ich dann gar nicht erst aus. Vielleicht brauchen wir dafür irgendwas. Vielleicht müssen wir erstmal an die Leiche des Erzweisen treten. Nein. Wir müssen uns den Rest tatsächlich doch noch anschauen. Da haben wir einen Stein in der Wand, mit dem wir irgendwas aktivieren können. Okay. Anscheinend noch eine Schatzkammer. Hier können wir wenigstens Stuff mitnehmen. Wo denn? Ach, hier um die Ecke. Nee, Kiste kann ich nicht mitnehmen. Also alles, was kistig ist, ist verboten für uns. Gottlob gehen, aber alles, alle Kisten. Nee, die Kisten sind echt verboten für uns. Kiste, hier noch ein Goldhaufen. Ja, dann ehe ich hier überall noch ein zweites Mal rein muss, was jetzt sowieso passiert. Untersuchen wir doch erstmal den Erzweisen. Der sich da wahrscheinlich selbst geopfert hat, um nicht auch dem Empyreon anheimzufallen. So. Deine Hand in den freien Bereich legen. Hi. Da seid ihr ja. Ja, Nakaledus. Endlich. Ich hatte gehofft, ihr würdet früher kommen. Dieser Fluch ist stark. Dass ihr hier seid, ist ein Geschenk des Himmels. Die Kreatur, die im Geist unserer Gelehrten gewütet hat, Nuala, Kadok und Ethan, ist hier. Sie will nun auch mich. Welcher Fluch denn? Die Besessenheit, die sie bei den Gelehrten eingesetzt hat, denen ihr begegnet seid. Ich habe versucht, sie abzuwehren. Obgleich ich vor euch stehe, hat die Magierin begonnen, andere Bereiche meines Geistes zu übernehmen. Ich konnte einen Teil meines Selbst bewahren und die Glyphe herstellen, die euch hergebracht hat. Und warum bittet ihr mich um Hilfe? Als wir uns in Tal Arane trafen, wusste ich, dass der Gelehrte Engar recht hatte, was euch betraf. Vielleicht sogar zu sehen. Es ist mehr als Zufall, Adept, was euch zuvor mit dieser Magierin in Kontakt gebracht hat. Und es ist mehr als Glück, so denke ich, dass ihr jede Begegnung überlebt habt. Und wo ist sie jetzt? Sie ist diejenige, die den Geist unserer größten Magier heimgesucht hat. Aber das Ganze hat eine noch beunruhigendere Vorgeschichte. Sobald ich befreit bin, haben wir genügend Zeit, um über ihre wahre Natur zu sprechen. Okay, und wie können wir sie aufhalten? Ich bin nicht ohne Grund der Erzweise. Ich war auf einen derartigen Angriff vorbereitet. Darum kann ich jetzt auch mit euch sprechen. Sie übernimmt die Kontrolle über meine unkontrollierten Gedanken. Ich kann dieses Heiligtum nicht verlassen, sonst verfalle ich ihr. Ihr müsst ihre Pläne durchkreuzen. Nehmt dies, die wahre Geschichte unseres Ordens. Es ist die einzige Hilfe, die ich euch jetzt geben kann. Okay, was kann ich denn von ihr erwarten? Die Magierin hat einige Bereiche meines Geistes übernommen. Sie werden stark sein. Vergrößerte Aspekte meines Ichs. Seid auf der Hut. Das sind wir. Ich habe verfolgt, was den Gelehrten zugestoßen ist, die eure Aufnahmeprüfung durchgeführt haben. Die armen Seelen. Wenn diese dunkle Magierin mit ihnen fertig ist, dann hat sie alles gelernt, was möglich war. Sie muss ihrem Ziel sehr nahe sein.
Unsere Geschichte umfasst mehr als nur Bücher und Schriftrollen. Aber wir müssen zunächst diese Sache erledigen. Danach werde ich alle eure Fragen beantworten. Als Erzweiser bin ich darauf vorbereitet, Angriffen auf meinen Geist zu widerstehen. Ihre bisherigen Versuche waren schwach. Nicht so unmittelbar wie dieser. Ihr Ziel ist im Augenblick nicht mein bewusstes Selbst. Stattdessen hat sie sich auf meine unterdrückten Schwächen verlegt, meine fehlgeleiteten Gedanken, und irgendwann wird sie sie benutzen können. Wenn ihr in mein Quartier in Rathier zurückkehren möchtet, ermögliche ich euch das. Aber bleibt nicht zu lange fort. Ich brauche eure Hilfe, um diesen Fluch zu überwinden. Nein, wir bleiben hier. Gut. Wenn wir schnell sind, müssten wir den Fluch brechen können, bevor mein Geist vollständig ihr gehört. Das bekommen wir hoffentlich hin. Aber vorher müssen wir dann erst wissen, mit wem wir es genau zu tun haben. Und deswegen werden wir das Buch erstmal lesen. So, den Brief können wir auch nicht wegpacken. So, erstmal an Eva. Dieser Brief trägt das Siegel der Scholia Arcana. Liebste Eva, vielen Dank für deine Bedenken. Ich bin mir sehr wohl der mangelnden Bildung unserer neuen Ordensbrüder und Schwestern bewusst. Immerhin lassen sich Rasps Sorgen weitaus glaubwürdiger erscheinen, da es den Anschein hat, als würde die Magie sich immer mehr Kreisen erschließen. Selbst jenen, die nie formell in ihre Geheimnisse eingewiesen wurden. Also eher uninteressant. So, hier, das dunkle Empyreon. Dieses Buch scheint anderen Fassungen zu ähneln, die du an verschiedenen Stellen in der Scholia Arcana gesehen hast. Der Untergang des dunklen Empyreons. Und so kam es, dass in den Jahren des Kampfes, als die tyrannische Königin Sydanus die Felder von Eratel hüfthoch mit Blut besät hatte, drei überraschende Seelen den Weg aus der Dunkelheit fanden. Die erste war ein Mann namens Elodan Gutblut, ein Varani-Gestaltgeber, der aus dem hohen Norden nach Eratel kam und die Welt nach dem Wissen des Steins durchsuchte. Nachdem er sich weigerte, in Sydanus Namen einen Tempel zu errichten, wurde er eingekerkert. Die zweite war ein Gnomen namens Marus Torix, ein begabter Gnostikant, der vor langer Zeit die Sicherheit und Bequemlichkeit seiner Bibliotheken verlassen hatte, um die Welt zu bereisen und mit eigenen Augen von den Dingen zu lernen. Für das Lehren einer Doktrin, die nicht auf der bedingungslosen Verehrung von Sydanus und ihrem Regime beruhte, wurde auch er eingesperrt. Die dritte wurde tief in den Verliesen von Rathier geboren, ein junges Alpha-Mädchen namens Eleanor Brea, das nur die Dunkelheit als Heimat kannte und so blind aufwuchs. Als sie tief in der Dunkelheit des Kerkers des Empyreons erwachsen wurde, kam die Gabe der Elementarmagie zu ihr. Aus Zorn brannte das Mädchen das Verlies nieder. Von Torix und Gutblut angeleitet, lernte sie ihre Gabe zu kontrollieren. Gemeinsam wagten die drei es, sich gegen die tyrannische Königin zu erheben. Die Kunde einer neuen Gruppe von Meistern, Magiern und Zauberern, die jeden Lernwilligen unterrichteten, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Bald stießen andere hinzu, die mutig genug waren, das Empyreon zu fordern. Was als Widerstand von dreien begonnen hatte, wuchs auf Hunderte an, dann auf Tausende. Schreckliche magische Schlachten wurden geschlagen, Tausende ließen ihr Leben, ganze Städte wurden ausgelöscht, unbeschreibliche Schrecken wurden geboren, während die beiden Seiten verzweifelt versuchten, das Instrument ihres Sieges zu erschaffen. Das Empyreon suchte die Zerstörung seiner Feinde mit allen Mitteln herbeizuführen. Kein Opfer war zu groß, keine Gräueltaten zu schrecklich. Die dunkelsten und bösesten Künste wurden angewandt. Der Preis, den die Bevölkerung zahlen musste, war höher als alles, an das selbst die Ältesten sich erinnern konnten. Doch das Licht der drei ließ sich nicht löschen. Die Stärke von Meister Gutblut, seine Weisheit und sein Können bestimmten die Form und die Grundlage ihrer Hoffnung. Die Genialität von Meister Torix, sein Wissen und sein Verständnis zerschlugen die Ketten ihrer Sklaverei. Und die Leidenschaft von Herren Brea, ihr Geist und ihr Zorn erleuchteten den Weg zur Freiheit. Was allein keinem gelingen konnte, erreichten diese drei gemeinsam. 7 Jahre nachdem sie ihre Freiheit erlangt hatten, bekämpften sie hoch oben auf der Nadelrathie Sydanus und das dunkle Empyreon wurde eingekerkert. Zu mächtig, um vernichtet zu werden, wurden sie unter dem Boden der späteren Scholia Arcana eingesperrt, verbannt durch die Arkanenglyphen und Runen unserer drei Gründer.
Hier wird sie bleiben. Und ihr, Erzweiser, seid der einzige Wächter ihres Gefängnisses. Denn auf diesem Fundament wurde der Orden errichtet, das größte Ausmaß an Wissen zu erlangen, auf das die Herrschaft des dunklen Empyreons nie wiederkehren kann. Bewacht dieses Wissen und findet einen würdigen Nachfolger. Unterschiedliche Pfade hatten sie alle in die Ketten der Sklaverei geführt, doch dort fanden sie ineinander Stärke und schließlich die Freiheit. Und so entstand die Scholia Arcana. Das dunkle Empyreon. Das, was wir befreit haben, ist also die Machtgeberin von Sydanus, die damals alles unterjocht hat. Gut zu wissen, gut zu wissen. Gerade eben beim Lesen habe ich noch gedacht, es wäre sie selbst gewesen, aber nein, es scheint die Machtgeberin gewesen zu sein. Die Besessenheit heilen, haben wir gerade gefunden. Eine Leernasche, zwei Leernasches. So. Na? Probieren wir es damit. Ja, die sind ein bisschen anfälliger dafür. Gut, Leernasches sind weg. Wir haben hier... Das Amt wird weitergereicht. Und wir haben jetzt den Schlüssel der Gunst. Die Gunst, okay. Hier haben wir Fergorta. Ey! Dachte ich, erwische ihn mit. Dem war ja wohl nicht so. Ja. Gunst, was haben wir hier? Das Talent haben wir hier. Irgendein dickes, legendäres Schild haben wir gefunden. Okay, die Gunst. Was haben wir denn hier oben? Hallo? Ihr kommt zu spät, mein Kind. Selbst wenn ihr den Geist des Erzweisen aus meiner Schlinge befreit, habe ich bereits bekommen, was ich gebraucht habe. Ich habe alles gesehen, was ich sehen musste. Und ihr habt eure Aufgabe bestens erfüllt. Was habt ihr seinem Geist angetan? Dieser Körper ist die Inkarnation der Ziele und Ideale des Erzweisen. Bei allem, was der Mann anstrebt, bleibt er doch ein Sklave seiner Disziplin. Wirklich schade. Hätte ich die Zeit, einige dieser Ambitionen zu fördern, würde er zu einer nützlichen Spielfigur. Genau wie ihr. Was meint ihr denn damit? Begreift ihr nicht, Kind? Es war eure Aufnahmeprüfung, die mich befreit hat. Die Magie des Zaubers konnte euer Potenzial nicht finden. Also wählte sie die größte Macht, die diese Welt je gesehen hat. Lasst doch einfach den Erzweisen in Ruhe, hm? Ah, aber ihr habt seine Gedanken nicht so gesehen wie ich. Ich bin in die angestrebten Ziele dieses Mannes vorgedrungen. Sie sind lächerlich. Sie zeigen, dass er die Realität dieser bedauernswerten Situation völlig verkennt. Selbst auf diesem Hügel seht ihr alle Teile von ihm, die er geopfert hat, um zu dem Erzweisen zu werden, für den er sich hält. Nun, sie sollen sich wieder erheben. Er lebt seine Ambitionen. Ihr werdet einen Zauber. Ehrgeiz. Wartet mal. Ja, genau. Dann verschwinde Ehrgeiz. Oh, Ehrgeiz ist schon hinüber und dann sind die anderen auch gleich weg. Gut, wusste ich nicht. Die wilde Flamme ist hier hinten. So, okay, dann haben wir hier die wilde Flamme und die, das Talent. Dann sollten wir auf der anderen Seite ja irgendwo die Gunst haben, für die wir den Schlüssel besitzen. Gut, auf jeden Fall werden wir alles aufschließen und dann werden wir alles vorlesen, wenn wir alles haben. Das gehört ja auch mit dazu, ne? Ist sicherlich nicht ganz unwichtig.
So, also den Ehrgeiz, den haben wir schon bezwungen. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Wobei, eigentlich schadet es nicht, ehrgeizig zu sein. Man darf halt nur unter seinem Ehrgeiz nicht alles um sich herum vergessen. Ah, erstmal ihn hier, genau. Ihn hier. Na, Kollege. Ciao. Sind wir hier? Ein seltsamer Förderer. Zurückgelassener Schlüssel. Mit Gunstschlüssel? Okay. Sind wir hier hinten? Wie ich sehe, waren meine Versuche, die Ambitionen des Erzweisen zu zügeln, alles andere als erfolgreich. Nicht, dass es ihn interessieren würde. Schließlich gibt es so viele Makel, in die ich einhaken kann, die ich ausnutzen kann. Ich habe seinen Gedanken bereits alles entnommen, was ich benötige. Vielleicht würdet ihr gern wissen, welche Gefühle er für mich, Chiara Sydanus, hegt. Also ist sie doch Sydanus. Sie ist also... Ah, ich dachte, das Dunkle Empyrion und Sydanus wären zwei verschiedene Personen. Also war mein erster Gedanke doch richtig. Wie manipuliert ihr ihn denn? In keinem Geist, den ich je gesehen habe, herrschte eine vergleichbare Gleichgültigkeit wie in diesem Erzweisen. Kümmern ihn die Kriege, die in seinem Land wüten? Nein. Kümmert ihn das Leben seiner Untergebenen? Nicht im geringsten. Er hat schon vor langer Zeit angesichts der Unvermeidbarkeit meiner Rückkehr die Waffen gestreckt. Ihr seid Chiara Sydanus? Ja, ich bin die Tyrannenkönigin des dunklen Empyrion. Die Narren der Scholia Arcana glauben, ich sei getötet worden. Aber der Erzweise kennt die Wahrheit. Vielleicht hat er deshalb alle Hoffnung fahren lassen. Er weiß, dass ich nicht besiegt werden kann. Nur hingehalten. Finger weg vom Geist des Erzweisen. Oder muss ich noch deutlicher werden? Den Gedanken hatte ich in der Tat auch schon. Es ist alles so klein und langweilig dort. Er verschreibt sich einem einzigen Schicksal und der Apathie, die es mit sich bringt. Es ist absolut. Seine Untergebenen oder sein Zuhause sind ihm völlig gleichgültig. Ich möchte dieses Gefühl noch ein wenig genießen. Also werdet ihr es statt mit mir, mit einigen Albträumen dieses Mannes zu tun bekommen. Miss Karu, na ihr? Warte mal. Nein, ich hab das Falsche gedrückt. Nein, lass mich doch mal bitte. Alter, lass mich in Ruhe. Ihr seid so nervig. Wenn man nicht mehr geblockt werden kann, ist alles viel einfacher. So, Nummer 1. Oh, was ist denn mit ihm? Also der andere ist betäubt, aber er ist irgendwie... Ich glaube, er hat die Gleichgültigkeit des Erzweisen gefressen. Mach's gut. Jetzt doch noch du? Gut, von mir aus. So, die Welt, die ich verließ, mit dem Talentschlüssel. Inventar ist voll. Nein! Wie kann es nur? Scheiße. 1. Plunder. 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 Adeptenring, Dozentenring. Da haben wir 12% drauf, das sind 7%. Irions E-Ring haben wir hier auch noch. Plunder, Plunder, Plunder. Einen Moment, Freunde, geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Uno momento. Por favor. Nein, nicht die, die hier. Titanenschild war das, was wir vorhin gefunden haben. Cool. So, das ist alles. Ah, ne, das holen wir mal aus dem Plunder raus.
Das holen wir aus dem Plunder raus. Das würde ich gern verkaufen. Den Rest zerstören wir. So. Gut. Jetzt müssen wir zurück zum Erzweisen. Aber wir wollen natürlich zuerst die anderen beiden Truhen auch noch aufmachen. Hätte ich das gewusst, wäre ich erst in diese Richtung gerannt. Müssten wir nicht in die andere jetzt nochmal. Aber na gut, bringt ja nichts. Ne, Kollege? Zum Glück quatscht er uns nicht automatisch an. Sonst wäre ich ein bisschen sauer gewesen. So, ich schaue mal parallel eben. Wir sind bei 40 Minuten. Das ist schon ganz schön lang. Na gut, na gut. Dabei haben wir doch heute eigentlich fast nichts gemacht. Wir waren dann nur auf der Himmelskrone. Meine Güte. So, die wilde Flamme. Dann schauen wir doch mal, was wir hier geöffnet haben. Was wir für Erinnerungen gesammelt haben, wenn wir vor ihm stehen. Das ist nämlich, glaube ich, wirklich nicht ganz unbedeutend. Nicht umsonst ist das hier nur optional in seinem Geist, ne? Dass man auch die richtige Reihenfolge erwischen muss, ist dann auch die andere Geschichte. So. So, jetzt aber. Na, nee, ich lasse das mal noch da. So, das Amt wird weitergereicht. Er ist tot. Nur wenige Wochen, nachdem ich die Stufe Gelehrte erreicht hatte, wurde ich zu den Gemächern des Erzweisen gerufen, tief in der Höhle unter unserem Kapitelhaus. Und dort fand ich ihn, auf dem Boden liegend. Er rang nach Atem, war aber sonst bewegungslos. Mit meiner Hilfe erlangte er das Bewusstsein wieder und sagte, er liege im Sterben. Belen hat seine Hand schon ausgestreckt, um Ephriam zu holen, aber er hatte es noch nicht ganz geschafft. Und dann verriet er mir alles, verschwieg keine Wahrheit, sprach keine Lüge. Der eigentliche Zweck unseres Ordens, die wahre Bedeutung unserer Werte, wurden mir endlich enthüllt. Anschließend drückte er mir das Stoffband, den Ring des Erzweisen, in die Hand und sagte, ich müsse die Zügel übernehmen und starb. Dies war nun meine Aufgabe, was daraus auch immer erwachsen würde. Das Talent der Menschen, nein, die Besessenheit beginnt, hier war es, glaube ich, ne? Das müsste das zweite gewesen sein. Es ist passiert, wovor Ephraim mich gewarnt hatte. Die Furcht, die jeder Erzweise unseres Ordens heimgesucht hat, ist nun Realität. Sie ist erwacht. Sie hat einen Weg aus ihrer Zelle gefunden. Ich dachte, es würde sich dabei um ein deutlich bemerkbareres Ereignis handeln, das wir alle als Vorboten ihrer Freiheit deuten könnten, aber obwohl mir Berichte über einen Initianten vorgelegt wurden, bei dessen Prüfung einige Gelehrte getötet und andere in den Wahnsinn getrieben wurden, ist sie nicht sofort danach erschienen. Und das war ihr größter Triumph. Denn nach allem, was wir von ihr wussten, hatten wir erwartet, ihr Kommen würde von Untergang und Chaos begleitet. Ein tobender Sturm benötigt weder Feinsinn noch Raffinesse, denn sein Wind kann Fleisch von den Knochen reißen und alles in seinem Weg verbrennen. Aber sie wusste, dass wir uns für derartige Angriffe rüsten würden und beschloss stattdessen, die stärksten unserer Reihen aus den Schatten heraus zu überwältigen. Und jetzt sind nur noch zwei übrig. Ich selbst und der Geist des Initianten, der bei ihrer Beschwörung zugegen war. Sozusagen, sogar jetzt spüre ich, wie mein Verstand wankt. Ertan Enger muss gefallen sein. Und damit gibt es nur noch einen, dem ernsthaft zuzutrauen wäre, das Amt des Erzweises zu übernehmen. Noch darf ich nicht untergehen. Ich werde den früheren Initianten hierher bestellen und der dunklen Zauberin mit seiner Hilfe die Kontrolle über meinen Geist wieder abtrotzen. Dass jemand in meinem Denken herumspaziert, ist beunruhigend. Es gibt dort zu viel, das niemand sehen oder erfahren sollte. Denn ich musste mich von diesen Dingen vor langer Zeit befreien, als ich die Führung der Scholjakana übernahm. Aber um sie zu besiegen, muss ich mich ihrer erst entledigen. Ich weiß nicht, dass die Welt, die ich verließ, die wilde Flamme. Das hier war das Letzte. Das Talent des Menschen. Das hier ist, glaube ich, das Nächste gewesen. Der Erzweise Ephraim hat mich erneut ins Vertrauen gezogen, obgleich ich den Grund dafür nicht kenne. Müsste ich meine Fähigkeit ernsthaft bewerten, so ist meine Kompetenz bei und mein Interesse an Gemmenschneiden und Alchemie bestenfalls tolerabel. Es gibt nur eine Anwendung der Kunst, die mich anzieht und in der ich mich für meisterhaft halte. Kampfmagie. Anfangs schämte ich mich dafür, dass es im Gegensatz zu den scholastischen Brüdern, mit denen ich den Großteil meines Lebens verbracht hatte, nicht mein Wunsch war, den Rest desselben in der Bibliothek zu verbringen. Mein Vater und ich erinnere mich kaum an ihn, war ein Krieger, und ich denke, dieser Instinkt in seinem Blut hat sich auf mich übertragen.
Aber dennoch, wie könnte ich als Lehrling dem Erzweisen unseres Ordens zu Diensten sein? Sollte dieser Rang nicht einem vielseitiger interessierten Schüler der Magie zukommen? Ich weiß nur wenig über die Pflichten des Erzweisen. Vermutlich waren sogar meine Fragen, die ausgehend von dieser Unwissenheit die Aufmerksamkeit des Erzweisen Ephraim überhaupt erst erregten. Aber sollte er nicht der Wächter aller Belange des Ordens sein, statt sich nur auf einen Teil zu konzentrieren? Es gibt unter den meinen viele geeignetere Kandidaten, die durchaus bemerkt haben, wie sehr sich der Erzweise Ephraim um mich kümmert und dies in wenig schmeichelhaften Worten auch geäußert haben, für die Förderung durch den Erzweisen. Ich will mich nicht an eine Kette aus Tint und Pergament legen lassen. Solange sich die Magie verändert, wird es auch immer Schlachten geben, die mit ihrer Hilfe geschlagen werden. Das war das, ne? Nee, war's nicht. Und falls sie dachten, es würde ausreichen, die Blumen gepresst in dem Buch aufzubewahren, so hatten sie recht. Bei den Göttern, ich war der Ansicht gewesen, all die Jahre der Ausbildung zwischen den vielen Büchern würden mich auf alles vorbereiten, auf diese Welt voller Sorgen und Probleme, um die ich mich irgendwann würde kümmern müssen. Aber das erwies sich nun als Irrtum. Nichts hätte mich auf sie vorbereiten können, wie sie da auf einem Hügel saß und auf mich wartete, während sie die Sonne herabsenkte. Der Wind umschmeichelte ihr rotbraunes Haar, das dahinfloss wie Wein und Wasser, so lang, weil nie eine Klinge es berührt hatte. Sie lachte und es roch nach Äpfeln. Sie lächelte und es hörte sich an wie die Vögel im Frühling. Ich war nur gekommen, um ihre magischen Begabungen einer Prüfung zu unterziehen und versank schon in den wenigen Augenblicken vor unseren ersten Worten so tief in ihren Augen, dass keine Hoffnung mehr bestand, ihr zu entkommen. Wie konnte eine derartige Macht überhaupt existieren? Bin ich nur ein Narr in einer langen Reihe von Narren, die die Jahrhunderte durchmisst? So, obschon ich entwaffnet war, erfüllte ich die mir überantwortete Aufgabe. Sie lachte und erklärte, sie verspüre nicht den Wunsch, ein Leben voller Magie und Bücher und Studium zu führen und dafür auf das zu verzichten, was das Leben eigentlich ausmacht. Und als ich ihr in die Augen sah, erkannte ich, dass sie recht hatte. Es gibt da draußen eine Welt, die sich von der unterscheidet, die wir von der Scholia kennen. Ich habe diese Welt vor geraumer Zeit verlassen. Und erst als ich sie traf, hatte ich erstmals Grund, diese Entscheidung zu bereuen. So. Das Talent des Menschen. Professorin Eowilin war heute böse auf mich, weil mein Trank die Blähungen der Aurochs geheilt hat und der von Valion nicht. Sie sagte, ich hätte mich zu sehr auf mein Glück verlassen, was meine Mixtur anging, und dass Valions Reagenzien in der Sommerhitze verwelkt seien, aber ich kenne den wahren Grund für ihren Zorn. Ihr Lieblingsschüler ist nicht so gut wie der Mensch. Die Alpha setzen Magie schon seit ewigen Zeiten ein, und die Menschen mussten sich eben anders helfen. Aber ich spüre, wie ich mit jedem Tag stärker werde. Die Alpha wissen, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der so magiebegabt ist. Sie wissen es. Sie befürchten, das Einzige zu verlieren, was ihnen seit Jahrzehnten ermöglicht hat, über uns zu herrschen. Und Professorin Eowilin glaubt, ich sei der Vorbote der drohenden Veränderung. Sie hat Angst vor mir. Zu Recht. Als ich noch ganz klein war, habe ich mit einem Gedanken den Holzschuppen meiner Eltern niedergebrannt. Einige ihrer Schüler haben Jahre gebraucht, um auch nur das kleinste Häufchen Asche zu produzieren. Und obwohl ich es gut kann, werde ich bestimmt nicht mein ganzes Leben mit dem Studium von Tränken und dem Schreiben von Büchern verbringen. Die Hitze dieses Feuers wärmt noch immer meine Hand. Sie spendet mir Trost. Der einzige Trost, der mir geblieben ist. Die wilde Flamme. Mami weint nicht. Die komischen Männer mit den spitzen Ohren nehmen mich mit und Mami weint nicht. Aber sie sieht aus, als ob sie gleich weint. Ist sie nicht traurig? Warum ist sie nicht traurig? Vielleicht ist sie noch wütend auf mich wegen des Holzschuppens. Aber es war nicht meine Schuld, ich wollte es nicht. Ich bekam nur solche Angst, als der Hund kam, dass ich meine Hände nach oben streckte. Und dann waren da Feuer und Hitze und der Schuppen brannte. Und ich wusste nicht mehr, ich wollte das nicht, aber dann brannte der Hund auch und ich konnte nichts tun. Ich konnte nur zusehen, wie alles um mich herum Feuer fing. Und es tat mir so leid, aber das war nicht genug. Papi fand mich und schlug mich fest aufs Auge und auf den Rücken und ich sagte, Papi, ich wollte das nicht und er schlug mich trotzdem, bis ich aufhörte zu weinen und Mami stand nur dabei und sie weinte, aber ganz leise und nur für sich und so ist es jetzt auch, als sie mich mitnehmen. Sie halten meine Hand und führen mich weg. Niemand verabschiedet sich. Niemand sagt, ich werde dich vermissen. Niemand sagt, ich liebe dich. Ich werde Fremden übergeben und ich gehe für immer weg.
damit ich lerne, wie ich Sachen anzünden kann. Und es tut mir leid, Mami. Es tut mir ja so leid. Und wie scheiße ist das hier geschrieben? Ist das Absicht oder hat da nur jemand die Leerzeichen vergessen? Ein bisschen durcheinander. Die ganzen Erinnerungen des Erzweisen. Aber trotzdem sehr interessant. Okay. Kaledos, wir haben es geschafft. Ich spüre nicht länger Sydanus Bohren in meinem Geist. Ihr habt mich von ihr befreit. Seid bedankt, Adept. Indem ihr mich von ihrem Einfluss befreit habt, kann ich für euch jene Gedanken verdichten, die ihr befreit habt. Aus meinem Ehrgeiz kann ich euch eine unbezwingbare Entschlossenheit formen. Aus meiner Gleichgültigkeit eine furchtlose Unbefangenheit. Ihr habt die Wahl. Wie könnt ihr denn diese Gaben spenden? Ich bin der Erzweise, aber ich bin auch ein Mensch. Es gab gewisse Charakterschwächen, die ich unterdrückt hatte. Sydanus hat diese Schwächen intensiviert, bis sie drohten, mich zu übermannen. Ihr habt sie zerstört und mich dadurch von ihnen befreit. Ich kann euch das aus dieser Freiheit erwachsene Wissen geben. Welche Option habe ich nochmal? Aus meiner Gleichgültigkeit kann ich Furchtlosigkeit auf euch übertragen. Durch meinen Ehrgeiz gewinnt ihr das Streben nach Perfektion. Für euch mag sich das ähnlich anhören, aber es wird bei euch gänzlich andere Auswirkungen haben. Ich wähle die Disziplin. Diszipliniert, beseelt von gemäßigtem Ehrgeiz des Erzweisen Kaledos, strotzt du vor Entschlossenheit und weißt, dass du jedes Ziel erreichen kannst. Plus 5% Elementresistenz und 1%, und plus 1 auf jede Zauberfähigkeit. In der Tat. Ihr habt davon schon so viel gezeigt, dass es für ein ganzes Leben reicht. Aber wir werden jeden Jota davon brauchen, um den kommenden Sturm zu überstehen. Können wir jetzt gehen? Es gibt noch viel zu tun, bevor wir beginnen können. Ja, wir können zurück. Gut. Wenn wir zurück sind, sprecht mich an. Die Magierin wird nicht länger Leid zufügen. Alles klar, wir kommen zurück. Mit Kaledos reden? Ist er draußen? Der lag doch hier gerade eben tot rum. Wie kann er jetzt draußen sein? Das ergibt keinen Sinn. In die Haupthalle. Ich weiß nicht, wie lang es noch geht, ey. Hallo. Doch, ich erinnere mich gerade. Stimmt. Komm, das machen wir dann noch heute. Dann schließen wir die Schule ja heute ab, egal wie lang die Folge noch wird, auch wenn wir schon in Überlänge sind. Hallo. Hallo. Kaledos, ihr braucht euch gar nicht erst hinzusetzen. Wir sind hier. Ihr habt bestimmt Fragen. Ich werde mein Bestes geben, sie zu beantworten. Doch zunächst lasst mich Folgendes sagen. Kein Adept in der Geschichte der Scholia Arcana hat seinen Gelehrtenring mehr verdient als ihr. Nehmt ihn mit meiner tiefsten Dankbarkeit. Bereitet euch nun vor. Wir werden die Angriffe unseres Feindes nicht länger hinnehmen. Wir schlagen zurück. Was schlagt ihr vor? Es ist an der Zeit, dass ihr die Wahrheit über unseren Orden erfahrt. Die Wahrheit über Chiara Sydanus. Und den Untergang des dunklen Empyreons. Chiara Sydanus wurde niemals getötet, Gelehrter. Sie wurde im Fundament von Rathia eingesperrt. Haben wir gelesen. Durch euer Tun ist sie erwacht. Hat sie uns erzählt. Und obwohl sie immer noch gefangen ist, sind ihre Kräfte gewaltig. Um sie zu vernichten, müssen wir sie erst befreien. Warum ist es meine Schuld? Als Ethan Engar das Ritual für eure Aufnahmeprüfung durchgeführt hat, wirkte er einen Zauber, dessen Zweck es war, etwas zu beschwören, das euer Potenzial auf die Probe stellen sollte. Niemand hätte vorhersehen können, dass die Magie des Rituals stattdessen Sydanus in ihrem Gefängnis fand.
Ein winziger Teil ihres Bewusstseins gelangte zu eurer Aufnahmeprüfung. Einmal erwacht, benutzte sie den Geist der daran Beteiligten, um ihre Flucht vorzubereiten. Und wer kennt sonst noch die Wahrheit außer wir beide? Die Wahrheit der Gründung der Scholia Arcana, ihr eigentlicher Zweck, ist ein Geheimnis, das nur von Erzweisen zu Erzweisen weitergegeben wurde. Wir haben viele Gelehrte in unserem Orden, allesamt überragend talentiert auf den Gebieten der Alchemie, des Gemmenschleifens oder der Forschung. Aber es gibt einen Grund dafür, dass Erzweise wegen ihrer Meisterschaft der Kriegsmagie ausgewählt werden. Denn eines Tages wird Sydanus zurückkehren und dann muss jemand vorbereitet sein, sich ihr zu stellen. Okay, das kann ich verstehen. Sagt mir, was ich tun soll. Seit ihrem Erwachen hat Sydanus aus ihrem Gefängnis heraus von Magiern unseres Ordens Besitz ergriffen. Ihr Ziel war die Erschaffung von 3 Elementarschlüsseln. Die Sonnen-, Sturm- und Froststeine, die ihr nun in Händen haltet. Wir werden diese Schlüssel genauso einsetzen, wie Sydanus es vorhatte. Wir werden sie befreien. Und dann werde ich sie töten. Also gut, tun wir's. Die Brillanz von Elodan Gutblut veranlasste die Gründer dazu, aus den Grundfesten der Scholia Arcana einen Zauber zu erschaffen, die Glyphe, die Sydanus gefangen hält. Lasst euch von der Magie führen. Platziert jeden Schlüssel beim zugehörigen Gründer, dann wird der Zauber gebrochen. Wenn Sydanus frei ist, stoßt ihr im Zentrum der Glyphe zu mir. Sie wird erscheinen und ich werde mich ihr stellen. Viel Glück. Okay. Das Glück werdet ihr wahrscheinlich eher brauchen. Sturmstein. Bei Torix. Und den Froststein. Das Gefängnis wird schwächer. Bei Gutblut. Nur noch ein Schlüssel. Und den Sonnenstein. Ich spüre bei Eleanor. Die Harmonien der Zauberglyphe sich Warum entfalten. Zeigt sie sich nicht? Nein. Sie kommt, Gelehrter. Bleibt zurück. Macht euch bereit. Es ist... Ihr... Ich habe diesen Moment so lange herbeigesehnt. Das süße Aroma der Freiheit zu schmecken und das Vermächtnis derer zu vernichten, die mich eingesperrt haben. Und das verdanke ich alles euch. Von Anfang an habt ihr eure Rolle perfekt gespielt. Jeder Schritt war im Einklang mit meinem Willen. Narr, so viel Potenzial. Wirklich schade, dass ich euch nun töten muss. Ja, ist ganz schön doof. Was ist denn mit dem Erzweisen passiert? Erzweiser! Ihr Kinder benutzt wirklich alberne Titel. Dieser Schuft wäre im dunklen Empyreon lediglich ein Diener gewesen. Aber seid versichert. Er ist jetzt sicher tief im selben Zauber, der auch mich festgehalten hat. Und er wird bis in alle Ewigkeit dort verrotten. Muss es denn wirklich Blutvergießen geben? Aber natürlich. Ich war die letzten 7 Jahrhunderte in einem Magiegefängnis eingesperrt, das genau aus diesen Steinen errichtet worden war. Ich kann nicht in der Zeit zurückgehen und mich direkt an denen rächen, die dafür verantwortlich waren. Aber ich kann ihr Vermächtnis zerstören. Die Scholia Arcana wird die nächste Stunde nicht überstehen. Wir werden Nein. alle brennen. Okay, wenn ihr meint... Wenn ihr das meint, dass das so sein wird, dann werdet ihr da sicherlich recht haben. Nö, Ciara. Ich glaube auch. Ich bin da voll auf eurer Seite. Einen Moment. Ich hab hier sicher noch was. So. Ich sag doch, ich hab hier sicher noch was. So einen kleinen Schicksalsbrecher für euch. Huch. Ciara Sydanus ist tot. Das dunkle Empyreon ist Geschichte. Die Leute rennen auf uns zu.
Das werde ich nicht zulassen. Wir haben den Bosskampf für die Scholia Arcana geschafft. Der ging ein bisschen schneller als der Bosskampf für das Haus der Balladen. Ne? In der nächsten Folge werden wir dann quasi nur noch die Quest abgeben. Haben dann die Scholia Arcana abgeschlossen. Genau. Aber die Folge ist einfach viel zu lang. Ich wollte nur noch den Bosskampf haben, weil ich mich gerade noch daran erinnert hatte, als wir gerade rausgegangen sind, dass dieser Bosskampf hier im Vorhof stattfinden wird. Deswegen wollte ich das noch tun. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann haben wir auch schon in der nächsten Folge unsere zweite Gruppierungsquest abgeschlossen. Und die nächsten kommen demnächst. Ja, wir sind schon bei 2 von 3 Punkten, jeweils bei den Reisenden und bei den Kriegsgeweihten. Also noch bevor wir mit dem zweiten DLC anfangen, werden diese Gruppierungsquests auch erledigt sein. Also Freunde, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich finde, die Scholia Arcana Quest ist mit einer der besten. Gut, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.